Allgäu TV Spezial. Mein Rucksack ist gepackt, denn nach über 2 Monaten darf man endlich raus in die Natur ohne einen triftigen Grund. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen und mache mich deshalb auf den Weg zu den Experten für die Persönlichkeitsentwicklung in der Natur. Klingt für mich genau richtig nach der Zeit, nach dem Shutdown. Ich bin auf jeden Fall gespannt und begrüße Sie damit zu unserer neuesten Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Angekommen am Erlebnispädagogischen Bildungszentrum von Outward Bound Germany in Schwangau. Hier werde ich heute an meine Grenzen gehen und bestimmt auch einiges über mich selbst herausfinden. Am Standort in Schwangau sind insgesamt 20 Mitarbeiter beschäftigt. Anne lernt heute aber nur einen Teil davon kennen und das sind Madeleine, eine Erlebnispädagogin, Franzi macht hier einen Bundesfreiwilligendienst, Balasch ist ebenfalls Erlebnispädagoge, genauso wie Caro, und Stefan. Maria ist Programmmanagerin. Manuel ist Standortleiter von Outward Bound Germany in Schwangau und Christine die Geschäftsführerin. Outward Bound Germany ist der älteste erlebnispädagogische Bildungsanbieter für Kinder und Jugendliche weltweit, mit über 70-jähriger Tradition und Sitz in Schwangau. Das Ziel der Erlebnispädagogik ist es, durch Erlebnisse in und mit der Natur junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen. Die haben hier die Chance, diese Programme zu erfahren. Das heißt, sie gehen selber in die Erfahrung, begleitet von einem fachsportlich und pädagogisch ausgebildeten Trainer, haben sie aber die Chance, die eigene Erfahrung zu sammeln. Selber auf dem Gipfel anzukommen, durch den Regen zu gehen, die Herausforderung zu meistern, über den eigenen Schweinehund überwinden, dann aber am Gipfel anzukommen mit dieser freudigen Erfahrung, ich hab's geschafft. Erlebnispädagogik kann unglaublich vielseitig sein. Ob mit dem Kanu auf dem See, wandern in einem Bachbett oder auf einen Gipfel. Hauptsache, man ist in der Natur. Wobei die Aktion überhaupt nicht im Mittelpunkt steht. Es geht darum, dass der junge Mensch die Erfahrung machen kann, wobei wir die Aktion nutzen. Sie ist Mittel zum Zweck. Es geht darum, was der eigene Mensch mit nach Hause nimmt. Es geht um persönliches Lernen, es geht um Wachstum, um eigene Erfahrungen zu machen, weil nur die eigene Erfahrung ist das, was dem Menschen haften bleibt. Das ist das, was prägt, was verändert. Und man sagt ja auch immer nachhaltige Veränderung. Und das ist, was dort geschieht, dadurch, dass ich es selber erlebt habe. Und das ist auch der Teil, der im schulischen, im beruflichen Alltag einfach fehlt. Vor allem im jetzigen Zeitalter sehen die Erlebnispädagogen die Jugendlichen als besonders gefordert. Globalisierung, Digitalisierung, die Zeit wird schnelllebiger und auch die Unsicherheiten werden größer im Außen. Und in meinem Verständnis ist die Anforderung an das Menschsein heutzutage ein viel, viel größeres. Und das heißt, ich brauche eine starke Persönlichkeit und eine gute Verbindung zu mir und auch wirklich ein eigenes Vertrauen in mich selber. Normalerweise kommen im Jahr ca. 300 Gruppen nach Schwangau, um an den Erlebnispädagogikprogrammen teilzunehmen. Doch in diesem Jahr ist das anders. Da vor allem Schulklassen das Angebot nutzen und deren Klassenfahrten abgesagt wurden, fehlen diese Einnahmen. Für Anne startet jetzt das Selbsterfahrungsexperiment. Kurze Übung zum Einstieg, um die gesamte Gruppenenergie zu bündeln. Und los geht's! So, Lola, wir hatten gleich eine erste Teamaufgabe als Start ins Programm heute. Und Anne, wir haben uns ja schon abgesprochen, dass du heute auch ein bisschen die Führung übernimmst, dass du die Gruppe durchs Programm leitest. Wunderbar. Da hätten wir gleich an die dann die Spezialaufgabe, das zu organisieren. Die Aufgabe klingt relativ simpel. Es wird ein Seil geschwungen und eure Aufgabe als Gruppe ist es, alle von einer Seite auf die andere zu kommen, ohne das Seil zu berühren. Und wenn das gut klappt, dann schauen wir mal, wie wir weiter tun. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also wird man gleich zu Beginn gefordert bei euch? So ist es. Hat es einen Grund, dass man so eine Aufgabe gleich am Anfang macht? Ja, einerseits ist auch irgendwann ein symbolischer Sprung ins Programm. Der Schritt von einer Seite vom Seil ins andere, vom Alltag in unseren Outward Bound Kurs.
Andererseits ist gleich mal eine gute Möglichkeit für euch als Gruppe zu sehen, wie arbeitet ihr zusammen, was gibt es für Charaktere in der Gruppe, wie geht es an eine Herausforderung heran. Sport in der Natur war schon immer eine von Stefans großen Leidenschaften. Er führt Anne durch den Tag. Sie soll die Gruppe heute als Gruppensprecherin anleiten. Alle kommen gut durch das schwingende Seil und auch Anne schafft es. Und der Letzte! Super! Spitze, also hat schon mal die Gruppe, oder? Die ja schon mal super geklappt. High Five an euch alle. Na, wenn das beim ersten Mal gleich so gut geklappt hat, probieren wir es mal ein bisschen schwieriger. Schwieriger? Das heißt, die Gruppe muss im Team durch das Seil kommen. Geschafft. Als nächstes steht eine Kanutour auf dem Forgensee an. Zunächst erklärt Standortleiter Manuel, wie man sich auf dem Wasser sicher verhält. Ausschlaggebend dafür ist die Kommunikation. Daher startet er mit einer Übung, die sich Paddel-Hip-Hop nennt. Du hast das Kommando, wie nachher auf dem Wasser auch. Und Hip, Kommando Hip, heißt, wir wechseln die Position im Uhrzeigersinn. Ja, das heißt, das Paddel darf bei diesem Positionswechsel nicht umfallen. Ziel wäre es, dass wir es schaffen, eine Runde mal außen rum zu kommen, bis man wieder an seiner Ausgangsposition steht. Mhm. Genau. Hip! 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 Wie würdest du das beschreiben? Was ist so genau deine Aufgabe hier als Gruppenleiter? Ja, sicherlich. Also ich gebe keine Lösungen vor, sondern ich schaffe den Rahmen dafür, dass die Gruppe gut zusammenarbeiten kann. Bin für die Sicherheit verantwortlich und für die Moderation. Ja, das heißt, ich biete Möglichkeiten an, aber keine Lösungen. Ja, die Lösungen sollten im Sinne einer Gruppenselbststeuerung aus der Gruppe heraus kommen, kreativ gewonnen werden. Genau. Was soll denn sowas bringen? Was soll jeder Einzelne da mitnehmen aus solchen Übungen? Ja, sicherlich sich mal zu überlegen, was sind denn meine eigenen Stärken? Wie kann ich mich gut in eine Gruppe einbringen? Aber auch mal zurückgemeldet zu bekommen von jemand anderen, du an der und der Sache kannst du auch arbeiten, da könntest du dich verändern, verbessern. Also ich glaube, das sind alles Möglichkeiten, die man da für sich auch gewinnen kann. Genau. Ja. Ganz oft wird angenommen, ja, Erlebnispädagogik, das ist was nur für schwer Erziehbare. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Ja, das ist eher der geringere Teil bei uns, sondern bei uns kommt von jung bis alt alle Schulformen sind bei uns vertreten. Wir leben ja in einem digitalen Zeitalter, also eher weg von der Natur. Ihr wollt ja genau das Gegenteil erzielen. Wie macht ihr das? Digital Detox ist eigentlich jedem Lehrer natürlich schon mal wichtig. Auch Unternehmen ist es wichtig, dass die Azubis sich nicht während der Arbeitszeit an ihren Handys spielen und aufhalten. Von dem her haben wir so die Grundregel, dass wir während des Kursgeschehens auf Handys verzichten. Man darf, es gibt dann oft eine Mediengruppe, die darf dann natürlich auch Fotos machen, die müssen das dokumentieren. Und ansonsten gibt es hier so viel zum Erleben, zum Sehen, zu tun, dass ganz, ganz viele am Anfang ist da natürlich oft mal erst einmal ein bisschen ein Gegenstrom und ein Unmut bei vielen Jugendlichen vor allen Dingen vorhanden. Aber wenn sie sich dann da mal drauf eingelassen haben und dass sie merken, boah, ich habe ja richtig coole Leute bei mir in der Klasse, ich kann mich da unterhalten, bin draußen, kann mich bewegen, dann ist das Handy plötzlich nachrangig. Kannst du das genau benennen, warum du diesen Job gerne machst? Ja, es ist natürlich einfach schön, wirklich auch ein direktes Feedback zu bekommen. Es ist nicht immer leicht, sicherlich, ja. Aber es ist einfach wirklich schön, wenn man das Funkeln in den Augen sieht oder einfach man merkt, man hat hier wieder jemanden für die Natur begeistert. Und der wird da vielleicht auch zukünftig so für sich seinen Rückzugsraum darin finden und auch die Natur mehr wertschätzen. Ja, das Ganze
Thema Ökologie, Umweltschutz. Das stellt mich persönlich jetzt sehr zufrieden, wenn ich weiß, ich habe da was bei jemandem erzeugt. Raus aus dem Wasser und rein in die Berge. Stefan schickt Anne und ihre Gruppe auf eine Wanderung. Deine Aufgabe auf der Wanderung wird sein, uns als Gruppe dorthin zu führen. Also ich als Trainer nehme jetzt komplett zurück, gehe ganz hinter der Gruppe und du führst uns da als Gruppe ans Ziel. Du traust mir viel zu. So ist es. Ich würde jetzt mal Karte und Kompass in die Hand drücken. Vielen Dank. Und meine Bitte wäre mal, dass du schaust, wo wir jetzt gerade sind. Ich sage euch dann, wo wir hingehen und dann könnt ihr euch als Gruppe überlegen, wie wir da ans Ziel hinkommen. Gar nicht so einfach, nur mit Kompass und Karte. Doch in Teamarbeit lässt sich die Aufgabe dann lösen. Jetzt kann sich mal jeder selber auf die Schulter klopfen. Spitze gemacht. Genau, und dem Nebenmann, der Nebenfrau gedanklich auf die Schultern klopfen. Ja, wirklich, ja, vor allem Gruppe. Ohne euch hätte ich nie hier hochgefunden. Nee, echt spitze gemacht hier, super. Ja, und so viel Action, wir waren schon Kanufahren, wir haben unsere Teamaufgaben gemacht, jetzt noch eine kleine Bergtour, also langsam werde ich hungrig. Das ist ein super Hinweis. Hey, wenn wir hier um uns rumschauen, es sind massig Pflanzen, die man essen kann. Unser Plan wäre, dass wir jetzt zurück zum Zentrum gehen und unten am Feuer was Leckeres kochen. Und da werden wir schauen, dass wir jetzt am Weg zurück alle möglichen Pflanzen sammeln, mit denen wir dann unten was Leckeres kochen. Stinkender Hain, Spitzwegerich, Wiesenschaumkraut, Gänseblümchen, Giersch und Knoblauchrauke. Alles, was Anne und ihre Gruppe über den Weg wächst, wird gepflückt. Was zaubern wir dann heute Gutes mit den vielen Kräutern? Der Plan wäre, dass wir jetzt ein Kräuterpesto machen. Wir haben jetzt die ganzen verschiedenen aromatischen Kräuter gesammelt. Wir haben noch Pinienkerne mitgebracht, ein paar Gewürze und genau, einen Mörser, einen Schlüssel, dass wir das alles in ein schönes Pesto verarbeiten können. Wir haben auch eine Tomatensauce vorbereitet, die wir auch noch mit Kräutern verfeinern werden. Und einen Hefeteig haben wir vorbereitet, dass wir dann Calzones direkt auf der Glut braten können. Oh, klingt sehr gut. Und was mir persönlich auf Bergtouren irgendwo gut gefällt, ist, glaube ich, dass das eigene Handeln auch irgendwo direkte Konsequenzen hat oder dass man einfach mit Situationen oder Wahrheiten konfrontiert ist, die man nicht wegdiskutieren kann und wo man dann Lösungen finden muss, ob es einem jetzt gerade persönlich in den Kram passt oder nicht. Also wenn du zum Beispiel am Berg gehst und es kommt ein Gewitter auf, dann musst du halt irgendwo damit umgehen. Und du lernst dadurch auch irgendwo, wo deine Fähigkeiten sind oder was du für Stärken in dir hast, die du sonst nie wahrnehmen würdest und kommst dann von der Tour zurück mit einem schon irgendwo mit einem anderen Selbstbewusstsein oder einer anderen Selbstwahrnehmung. Die Calzone wird mit den gesammelten Kräutern befüllt und anschließend in der Glut herausgebacken. Anne und die Gruppe rekapitulieren den Tag. Im Rahmen ihres Selbsterfahrungsexperiments hat Anne heute mehr Bewusstsein für die Natur gewonnen. Zusammen als Gruppe haben sie die Aufgaben der Trainer gemeistert. Schöner kann man einen Tag wohl nicht ausklingen als an einem Feuer. Ich sage euch vielen Dank für den tollen Tag. Ich habe viel gelernt über mich, über die Natur, über die Bewegung. Und mehr bleibt mir jetzt auch nicht zu sagen. Ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Zuschauer, und freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Machen Sie es gut!